Heute habe ich eine neue Karte für dich mit einem neuen Produkt aus dem neuen Stampin' Up! Jahreskatalog 2019 bis 2020 und das ist diese hier. Das ist mit diesem tollen Set, also ein Stempelset mit passender Stanze und ich habe hier diesen Ombre-Farbverlauf gestaltet. Wie das Ganze gemacht wird, das zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeline. Ich bin Jeanette und freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gleich hier unten rechts in der Ecke machen und denk auch dran, auf die Glocke zu drücken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich zeige dir hier einmal zwei Karten in unterschiedlichen Farbgebungen. Das hier ist Kaminrot mit babyblauem Hintergrund oder das ist Rokokorosa mit Rauchblau als Hintergrund. Rauchblau, Rokokorosa und Kaminrot sind neue In-Colors, die jetzt im neuen Jahreskatalog 2019 bis 2020 enthalten sind. Und diese neuen Farben sind genau 2 Jahre im Sortiment, bevor sie das Sortiment wieder verlassen werden. Für die Karte benötigst du das Stempelset über den Wolken. Das ist ein Klarsichtstempelset. Durch die Stempel kannst du hindurchschauen. Und hier gibt es die passende Elementstanze dazu mit dem Heißluftballon. Und das ist auch in diesem Katalog als Produktpaket erhältlich. Im Produktpaket ist es 10% günstiger im Vergleich zum Einzelpreis. Und Produktpakete sind immer eine Saison im Katalog, also jetzt in diesem aktuellen. Das ist erhältlich bis zum 2.6.2020. Und die Bestellmöglichkeit, die blende ich dir hier oben rechts einmal in der Infokarte ein. Für die Gestaltung des Hintergrunds nehme ich hier meine Schwammwalze. In so einer Packung sind 2 Griffe und 4 von diesen Schwämmen. Und die Schwämme sind optimal, um Stempeltinte aus dem Stempelkissen aufzunehmen, zu halten und auch wieder gut abzugeben. Dann habe ich mir ein Stück flüsterweißen Farbkarton zurechtgeschnitten. Der hat die Maße 8,5 x 12,8 cm. Und das ist das rauchblaue Stempelkissen. Und zum Rollen des Hintergrundes nimmst du einfach die Schwammwalze und rollst sie immer wieder über das Stempelkissen in die gleiche Richtung und dabei setzt du das auch immer wieder ab. Auf diese Weise wird es gleichmäßig eingefärbt. So. Wenn du so ein bisschen hin und her rollst, ohne das vorher abzusetzen, dann kann das passieren, dass die Schwammwalze nicht gleichmäßig eingefärbt wird und deswegen macht man das besser so. Und dann gehst du mit der Schwammwalze übers Papier und zwar setzt du die Schwammwalze vor dem Papier einmal ab, übst keinen Druck aus, sondern lässt einfach nur die Schwammwalze ganz einfach über das Papier gleiten, sodass sie gerade eben das Papier berührt. Und dann rollst du ein paar Mal hin und her, so bis du die Intensität hast, die dir gefällt. Und oben immer ein bisschen dunkler als unten. Und so hast du dann einen schönen Farbverlauf. Weiter geht's ans Stempeln. Und zwar nehme ich hier jetzt einmal den Ballonstempel. Da haben wir unterschiedliche in der Packung drin. Ich finde dieses Motiv jetzt ganz schön. Man kann ganz gut auf Papierresten stempeln, wenn du hier solche Abschnitte hast vom Zurechtschneiden deiner Kartenfronten oder so. Das passt ganz gut. Dann nehme ich hier mein Memento-Stempelkissen. Das ist hier so eine schöne schwarze Tinte und stemple hier einmal den Ballon. Und anschließend mein Stempelkissen Rokokorosa. Jetzt habe ich ja immer reingelangt. Das muss ich auch mal kurz sauber machen. Und den Stempel für die Füllung. Und jetzt kannst du entweder das einmal abstempeln, um es ganz hell zu stempeln, oder du nimmst es so satt, wie es ist, und stempelst es einmal hinein. Jetzt ist es so eine Art Wasserfarbstempel. Hier hast du so hellere Bereiche, das gehört auch so. Das ist kein Qualitätsmangel von dem Stempel oder so, das ist durchaus so gewollt. Das siehst du auch hier so ein bisschen wolkig auf diesem Abdruck drauf. Ja, also, und da kann man hier unterschiedliche Helligkeiten stempeln. Also ich zeige dir das mal, ich habe das einmal abgestempelt und jetzt kann man das noch ein zweites Mal ein bisschen heller, dann würde das pastelliger aussehen. Und das wird dann einfach in der Stanze ausgestanzt. Dazu öffnest du die Stanze, die hat hier unten diesen Verschluss, bis sich die Verriegelung löst.
Das kennst du ja sicherlich von unseren Handstanzen. Und dann wird einmal das Papier hier hineingegeben. Und dann kannst du das ausrichten, bis es mittig in dieser Stanzform ist. Und dann wird es einfach ausgestanzt. Das ist jetzt übrigens hier gerade der extra starke flüsterweiße Farbkarton. Da hatte ich eben noch dieses Reststück. Und dann gibt es ja hier diesen Ballonkorb. Das ist dieser kleine hier. Ups, wo kommst du denn her? Hau mal ab hier. Und den stemple ich in Wildleder. Ja, das ist dieses Stempelkissen. Wenn du diesen Korb stempelst und du hast hier so einen Reststreifen, dann legst du es so vor dich hin, dass du es wirklich hochkant draufstempelst. Wenn du es nämlich quer vor dich hin legst und so rumstempelst, dann passt das irgendwann nicht mehr so gut in die Stanze hinein und dann musst du wieder hinterher mit der Schere ein Stück abschneiden, damit du das richtig triffst. Also hier stemple ich vorher einmal ab für die Füllung, damit das hier ein bisschen heller ist und gehe dann hier wieder in diesen Korb hinein, um den dann gleich auszustanzen. Und jetzt kannst du das einfach hier so seitlich reinstecken. Auch hier wieder ausrichten. Wenn du da irgendwie ein bisschen verrutscht oder so, ist doof. Dann kannst du das zwischendurch hier so ein bisschen leicht festklemmen, bevor du das einmal ausstanzt. Da ist er jetzt. Bevor ich das jetzt hier montiere, möchte ich einmal noch kurz den Text stempeln. Da habe ich einmal diesen hier und den stemple ich auch wieder mit der schwarzen Memento-Tinte. Der soll hier unten rechts einmal drauf. Träume sind nie zu groß. Und dann gibt es hier noch ein paar Möwen, die sollen hier oben rechts einfach drauf. Und dann wird der Ballon hier so gleich auf die linke Seite montiert. Hier möchte ich unten rechts noch ein kleines Herzchen stempeln. Das kommt dann wieder in Rokoko-Rosa hier hin. Und bevor ich jetzt den Ballon montiere, möchte ich das einmal matten. Dafür verwende ich Farbkarton in Rokoko-Rosa. Den habe ich schon mal zurechtgeschnitten auf 9 x 13,3 cm. Und den montiere ich mit meinem Snail-Kleberoller. Ist hier eine schöne, saubere Angelegenheit. Du musst nur ein bisschen darauf achten, wenn du das hier drauf liest, dass es erst gleichmäßig drauf ist, bevor du es einmal andrückst. Ist es einmal angedrückt, dann kriegst du es nämlich nur noch schwer runter, ohne das Papier zu beschädigen. Jetzt werden die Ballonteile mit Stampin' Dimensionals montiert. Du kannst hier entweder die größeren nehmen oder hier die kleinen Mini-Dimensionals. Die größeren nehme ich ganz gerne für größere Flächen oder eben für diese Ballonstanzteile. Wobei die kleinen, die funktionieren auch. Da sind ein paar mehr von den kleineren auf einem Bogen als jetzt hier bei den größeren. Und der wird einmal kleinere auf diesen Ballonkorb gehängt. Heißt das Ballonkorb? Ich glaube, ne? Bin noch nie Heißluftballon geflogen oder gefahren, heißt das ja, glaube ich. So, und jetzt kannst du das entweder direkt hier draufkleben. Mir persönlich ist es dann aber zu kompakt. Also setze ich das hier einfach ein Stückchen weiter runter. Und jetzt nehme ich mir meinen Stampin' Write Marker. Stampin' Write Marker haben zwei Spitzen. Einmal hier so diese dicke Pinselspitze oder eben eine Schreibspitze. Und das ist jetzt hier der schwarze. Und damit ziehe ich jetzt hier einfach händisch so ein paar Strippen. Dann hängt der Ballon nicht mehr so sehr in der Luft. Und jetzt möchte ich hier noch ein Fähnchen hinstempeln. Dafür brauche ich jetzt einmal die anderen Blöcke. So, das ist hier so der Stampin' Scrub, mit dem ich ganz gerne meine Stempel reinige. Da wird ein bisschen Stempelnebel auf die eine Seite gegeben, das einmal sauber geschrubbelt. Und auf der anderen Seite kannst du das Ganze wieder trocknen. Das ist die Trockenseite. Und dann sind die auch schon wieder gut zum Wegpacken. Alternativ haben wir im Sortiment den Reinigungsprofi. Da wird es dann quasi nur noch feucht abgewischt.
Das funktioniert auch ganz gut. So, jetzt sollen hier die anderen beiden Stempelmotive drauf. Das ist hier für das Fähnchen. Und jetzt brauche ich wieder mein schwarzes Stempelkissen. So. Das wird jetzt hier einmal an die Seite gesetzt. Einige, die setzen auch die Fahne hier oben drauf oder so. Ich finde das jetzt hier an der Seite ganz gut. Und in Rokoko Rosa wird die Füllung dann nochmal gestempelt. Oder du kannst es quasi auch ausmalen. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe jetzt schwarz an den Fingern, weil ich hier irgendwie reingelangt habe. So, das wird jetzt hier einmal rein gestempelt und dann ist das auch fast fertig. Das wird jetzt nur noch auf die Kartenbasis montiert. Für die Kartenbasis habe ich ein Stück flüsterweißen Farbkarton und da habe ich den DIN A4 Bogen einfach halbiert und bei 10,5 cm in der Mitte gefalzt, sodass denn die Kartenfront jetzt 14,8 x 10,5 cm hat. Das soll hier einmal drauf und dafür nehme ich Stampin' Dimensionals, damit das Ganze ein bisschen höher kommt. Da reichen so 4-5 Stück. Oh, das war einer mehr. Naja, gut. Und dann wird das hier vorne einfach drauf geklebt. Zu guter Letzt soll hier noch ein bisschen Bling drauf. Dafür nehme ich dann meine Strasssteinchen, also diese Basic Strass-Schmuck von Stampin' Up. Da nehme ich hier so 3-4 Stück. Die setze ich hier einfach dahin. Die sind selbstklebend. Und du siehst, da ist auch ein so ein Bogen, eine ganze Menge drauf, sodass du damit jede Menge Karten verzieren kannst. Und hier möchte ich ins Herzchen auch noch einen. Und fertig ist die Karte. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuschauen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auch, wenn du wieder beim nächsten Video dabei bist. Abonniere gleich meinen Kanal hier unten rechts und da kannst du auch gerne einen Daumen hoch hinterlassen, wenn dir das Video gefallen hat und denk auch dran, die Glocke zu aktivieren, damit du beim nächsten Video-Upload benachrichtigt wirst. Viele Grüße und bis bald!